Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Episode von Conan Exiles Isle of Zipta. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, euch geht's allen gut da draußen. Ihr seid alle fit, munter und gesund. Ich habe in der Zwischenzeit, zwischen der letzten und dieser Folge, eine kleine Tour gemacht, habe die Räder abgebaut, beziehungsweise das Rad, was wir noch hier stehen hatten beim Flurschrein der Teufel. Und ich habe unseren Träger geholt, der steht jetzt hier drinnen einfach rum. Ich weiß gar nicht, was hat denn der für Werte? Einfach mal rein Interesse halber. Ja, ziemlich schlechte, ne? Und ich habe den Ulrik geholt. Den Ulrik, den Verfluchten. Und da habe ich mir die Werte schon angeschaut. Und ich, ja, was soll ich sagen, ne? Der hat super Werte für einen Bogenschützen. Also wirklich brauchbar. Ja, wir bleiben bei Franz, ne? Genau. Heute steht ein bisschen Erkundung auf dem Plan. Wir werden heute nochmal auf diese Insel hier gehen. Auf die habe ich nämlich richtig Lust. Die gefällt mir einfach. Ja, die finde ich super cool designt. Und deswegen brechen wir jetzt auch gleich auf. Ich habe Essen dabei. Ich habe was zu trinken dabei. Ich habe ein paar Tränke dabei. Die muss ich mir noch hier nicht reinziehen. Genau. Den Zuchtmeister haben wir dabei. Wir haben zwei Räder, die 5 Schlüssel und das Wooden Crucifix, falls wir das benötigen sollten, weil wir unendlich viele Thralls heute finden werden. Genau. Auf jeden Fall. Das wird heute der Fall sein. Wir werden heute mindestens 10 T4 Thralls mitnehmen. An diesem wunderbaren Tag. Und dann, weiß ich nicht, dann sind wir fertig. Dann sind wir durch mit Isle of Zipta. Dann können wir aufhören. Können wir nur noch bauen. Und Vaults machen. Genau. Das ist der Plan. Ja, der wird bestimmt aufgehen. Gut, also, ohne große Umschweife, wir ziehen los. Hinaus in die weite Welt mit ein bisschen Geschwindigkeit. So, meine Lieben, da sind wir mehr oder weniger. Und ihr habt es gerade gesehen, wir haben ein Nashorn-Baby gefunden. Ich habe es euch auf der Map gezeigt. Hier so irgendwo um den Dreh rum, ne? Cool. Habe ich mich gefreut. So, Köpper, oder? Guten Köpper. Oh, Scheibenkleister. Nein! Oh, Gott sei Dank. Oh, das war knapp. Aber ich meine, Entschuldigung, das war natürlich absolut genauso kalkuliert. Na klar. Ne? Also, ich würde doch niemals von einer Klippe springen, bei der ich mir nicht zu 100% sicher bin, dass wir auch gut ankommen. Ihr kennt mich. So, hier ist ein geiler Base-Spot. Also, da wirst du jetzt nichts absolut Monumentales hierher bauen, aber ich möchte mir das mal ganz kurz hier. Oh nein, kraxel halt jetzt hoch. Bitte, danke. Oh, da ist eine Höhle. Oh, wow. Das ist ein heftig geiler. Kann man hier theoretisch was bauen? Ich will es mal. Ich denke ja. Wow, was ein cooler Base-Spot. Hier kannst du natürlich nichts mega Monumentales hinsetzen. Aber wie cool ist das hier bitte? Du hast eine kleine verdammte Höhle dabei. Nichts Riesiges, aber das ist heftig cool. Das ist richtig geil, diese kleine Mini-Höhle hier. Die gefällt mir auch. Oh Gott, jetzt sind wir eingesperrt, oder? Krass. Wie cool ist das bitte? Warte mal, ich will nur mal hoch. Ich will ganz hoch. Da kannst du theoretisch dann auch noch was hinbauen. Ja, cooler Spot. Richtig cooler Spot, wenn du so eine mehrstöckige Basis machen möchtest. Mega cool. Gefällt mir richtig gut. Ich bin ja sowieso, ihr wisst ja, ich bin kein Fan monumentaler Bauten. Sondern ich bin eher so jemand, der sich was Kleines, Verwinkeltes baut. Ja?
Und da finde ich die Basis tatsächlich, oder diesen Spot hier tatsächlich ganz cool. So, wir schwimmen ein bisschen in der Dunkelheit. Das hilft jetzt alles nichts. Da müssen wir jetzt schnell durch, aber wir haben es gleich. Da hinten ist der Strand, da wollen wir hin. Nachdem wir diesen wunderschönen Spot gefunden haben. Ey, den kann ich euch nur empfehlen. Falls ihr euch interessiert, ungefähr hier. Hier so. Vor dieser lustigen Insel da. Genau, vor dieser Insel da. Cool. Richtig cool. Also wirklich. Gefällt mir mega gut. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Spot haltet. Natürlich jetzt nicht ressourcentechnisch, PvP, blablub, ne? Das interessiert keinen. Mich nicht. Entschuldigung. Aber so allgemein, so zum Bauen. Ja, so ein Spot, wo man sich eine coole Existenz aufbauen kann. Finde ich schon sehr spannend. Gibt bestimmt bessere Spots, aber diese kleine Höhle da, ne? Also die fand ich schon sehr schick. So, diese Felsformation hier sieht sehr verdächtig aus. Nicht das Ding da, das Teil nicht. Aber diese, das sieht so aus, als wäre hier eine geile Höhle drin, dahinter versteckt. Aber ich kenne Funcom und deswegen versteckt sich da keine Höhle dahinter. Leider. Na gut, da sind wir. Am Ziel angelangt, sozusagen. Und hier sehe ich gleich etwas, was wir brauchen können. Nämlich ein bisschen Aloe. Das nehmen wir uns. Franz! Da ist eine Schlange. Mach die Schlange kaputt. Au! Ah, sie hat mich gebissen. Franz, sie hat mich gebissen, die blöde Sau. Die mach jetzt zu fertig hier. Glaub mir, Schweinpups, du. Die hat mich gebissen. Glaube es hackt. Franz, da ist nochmal so eine Schlange. Mach die fertig. Franz, die gehört dir alleine. Ich will mit diesen Wesen nichts zu tun haben. Oh nein! Ha, 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 ha. Nicht mit mir, du Mistvieh. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Du kleines, mieses Dreckschwein. Schlange meine ich natürlich. Sauviecher. Alter. So. Lass uns doch. Jetzt sind wir ja hier an den Äußersten. Lass uns doch mal in die Richtung hier einfach mal so gehen. Das hier haben wir ja schon alles so ein bisschen gesehen, ne? Das kennen wir ja mittlerweile. Das ist uns ja alles relativ bekannt. Und mit relativ meine ich, natürlich haben wir noch nicht alles gesehen hier, aber so ein bisschen was haben wir gesehen. Aber was für mich persönlich jetzt interessanter wäre, sind so ein bisschen die Orte, wo wir wirklich noch nicht mal durchgelaufen sind. Und mal gucken, was da für NPC-Camps sind. Also ich meine, wir haben ja hier haben wir ja, glaube ich, dieses Strandlager, das haben wir uns ja schon angeschaut. Ja, das war nett. Aber wisst ja, nett ist ja kleiner Bruder von Scheiße. Und deswegen machen wir doch gleich hier die Biege in die Richtung da. Kraul-Weltmeisterin Bombardina wieder am Stissel auf jeden Fall. Ich will mich heute auf jeden Fall mit Menschen prügeln. Also, ne, ich höre heute nicht. Oh, wow. Ach ja, die kennen wir ja schon. Ich will heute nicht aufhören. Ich will heute nicht aufhören, bevor wir Menschen verprügelt haben.
Ja, bin ein bisschen allein gerade, macht nichts. Ich habe heute richtig Bock, mich zu prügeln. Ich will heute richtig geile Thralls farmen. Das sieht nice aus. Das sieht echt nice aus. Diese angefangene Brücke hat was. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben. Es gibt ja schon unglaublich viele coole Sachen, die man in Conan Exiles bauen kann. Und mit Mods natürlich noch mehr. Aber wir haben Regeln auf diesem Server. Und auch diesen Regeln muss ich mich unterwerfen. Leider, leider. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich schon 10 Basen angefangen. Vielleicht ist es auch besser so. Weil ich jetzt sonst echt an jeder Ecke einmal kurz erkundet und oh, guck mal, hier eine Basis. Oh, guck mal, da müssen wir auf jeden Fall auch noch eine bauen. Ah, was? Nein, da ist ja schön. Da baue ich mir eine Basis hin. Ja, ja, so wär's. So wär's. Wir hätten mittlerweile 10 Basen. Und keine wäre auch nur ansatzweise fertiggestellt. Oh, das da drüben sieht cool aus. Da will ich hin. Da gibt's bestimmt. Das ist eine T4. Ruinenstadt. Ich sehe Flaggen. Da sind nur T4er unterwegs. Ich weiß das. Das sehe ich sofort. Das ist T4 City. Da müssen wir hin. Hier ist nur T4. So. Gut, los geht's. Franz? Kommt gleich, braucht ein bisschen. Der hat halt sein Seepferdchen noch nicht gemacht. So, Nasenbär. Du passt hier ein bisschen auf. So, da sind unsere Feinde, Franz. Ich schieße sie mal aus der Ferne ab, damit die herkommen. Super. Gleich mal einen Bogenschützen erwischt. So, Franz. Schweb hin. Schwebe zu deinem Gegner und besiege ihn. Sehr gut. Nice. T4 City, ich komme. Die Docks von Neukemi. Franz, die Docks von Neukemi habe ich gefunden. Schau sie dir an. Ein Wahnsinnsort. Lass dir Zeit, Franz. Franz, das sind die Docks von Neukemi. Er kommt da echt nicht hoch, ne? Komm, lass dir hochhelfen, junger Mann. Oh, eine Statue. Die Riesenkönig-Figur. Ha! Oh! Ha! T4. Franz, T4. Schnapp sie dir. Tiger. Knüppel sie kaputt. Oh, das ist ein Meister. Der wird geknüppelt. Natürlich wird der geknüppelt. Hab's gleich. Entschuldigung. Moment. Ah, lass mir doch mal. Jetzt, Alter. Chill doch mal. Oms. Siehst du, da liegt er. Franz, da greifen noch Leute an. Du schaffst das. Ich bin guter Dinge.
Ich vertraue auf deine Fähigkeiten. Oder so. Du kriegst das hin, Franz. Back dich nicht zu Tode, du schaffst es. Ich bring mal eben den Meister weg. Geil, wir haben einen Meister. Den Zuchtmeister, Meister. Franz kommt klar, ist überhaupt kein Thema. Keine Sorge. So, pass auf, der Zuchtmeister, Meister wird vom Zuchtmeister der schwarzen Korsaren jetzt hier beaufsichtigt. Ach, guck mal, da kommt Franz. Was ist denn heute schon wieder los, ey? Oh, hi. Ich meine, ich kann Bogenschützen gebrauchen, ne? Das ist okay. Du auch, ja. Na komm, aber das geht schneller. Wenn wir die einfach so hier mal kurz verprügeln. Ja. Das ist ein Kämpfer, eindeutig ein T4. Aber sowas von. Und ein T4 Gerber, ich sehe das doch. Ich sehe das doch. Aua. Sag mal, wieso leben die noch? So, jetzt tot. Viel Erfolg. Eigentlich müssen wir den töten, ne? So, jetzt stirbt er. Genau. Tot. Loot und Verderben. Da unten gibt es bestimmt einen Haufen Kisten, oder? Oder auch nicht. Wusste ich's doch. Oh, Treibgut, nice. Nachschubmaterialien, sehr gut. Immer gern gesehen. So, gut, schwimmen wir mal. Schwimmen wir mal zur nächsten Truppe. Das sind alles T4er hier, das ist echt krass. Das ist wirklich heftig. Also, ich bin persönlich... Oh, da ist eine Figur. Ich bin... Oh Gott, jetzt haben wir gezogen. Franz. Wir haben da so ein kleines Problem. Das muss jetzt schnell gehen. So, eins. Eine Saattänzerin, ich will die haben. Oh Gott, ich werde verprügelt. Oh Gott, ich werde verprügelt. Ich werde gerade richtig zerlegt. Hi. Der ist tot. Der Mann ist tot. So. Ich sag doch, du bist tot. Stirb jetzt. Ja, ein Dreierkoch. Nehmen wir mal mit. Zur Not opfern wir ihn im Jogg-Tempel. Ich würde es übrigens cool finden, wenn man tatsächlich Thralls opfern könnte. Ha, lol. Franz Bogner lässt sich nochmal knüppeln. Der stirbt doch, oder? Ich sehe das doch. Der muss sterben. Komm. Komm, gib einfach den Löffel ab. Her mit dem Löffel. Sag ich doch. Na, bist du auch lootbar? Nein? Doch. Oh. Gut. Was liegt hier so? Eine Saattänzerin. Ja, komm. Komm. Irgendwie gefühlt nehmen wir jeden Müll mit hier, oder? Bislang. Rad fast voll, aber nur mit Müll. Ach, herrje. Alles T4er. Ich sag's euch. Hier T4er.
Nur die vier da hier, das ist heftig. Episch, oh. Oh, den will ich haben. Her damit. Her damit! Her damit! So. Gutes Gesöff. Eine Statue. Die Hüllenfigur. Boah, wir werden da so viel geiles Zeug bekommen. Schmelzer 1, na super. Ah, es ist so schön, Menschen zu verprügeln. Was hat denn der gerade für ein grünes Etwas gedroppt? Ach so, der sah nur so seltsam aus gerade. Der Knochenschild. Wo ist eigentlich Franz? Kann er nicht herkommen, okay. Hat er jetzt keinen Bock oder kann er wirklich nicht? Also ich hätte ja schon gerne meinen Thrall dabei. Nach Möglichkeit. Ah, nochmal eine Figur. Was ist hier los? Figur eines untoten Erstmenschen. Oh, wir werden zwei Folgen. Oh, nochmal eine Figur. Wir werden eine ganze, zwei, drei Figurenfolgen machen. So viele Figuren, wie hier rumstehen. Kommt der jetzt oder kommt er nicht? Ist nicht erreichbar für ihn. Ja, dann muss er halt mal hüpfen. Er kommt nicht. Wir sind alleine. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das auch hin, wenn wir alleine sind. Surprise! So, der erste ist tot. Das spüre ich. Er ist tot, sag ich doch. So, nun zu dir. Dolchschwingender Mistfink. Messerkampf, Freundchen. Messerkampf. Messerkampf. Habt ihr das gesehen? Ich hab den gerade mit einem Tritt entzwei geteilt. Mit einem verdammten Tritt. Bam. Auseinandergezwiebelt. So, wer steht hier? Guten Tag. Hi. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Na, nicht runter... Sag mal... Bist du irgendwie dumm oder so? Eindeutig. Dumm. So, nächster. Hi. Entschuldigung, ich bin vorbei geslidet. Gut, dass Franz heute wirklich fleißig ist. Er macht das heute richtig gut. Du bist tot. Ja, gut. Da kannst du bleiben. Ah, ich bin da mal weg. Tschüss. Viel Erfolg weiterhin auf deinen Reisen. So, diese T4er-Stadt war wirklich gut. Also die war... Respekt. Wirklich. Also die war... Figurentechnisch ziemlich gut, aber sonst war die echt scheiße. Das war eine reine Lootstadt. Loot City auch genannt. Ja. Oh. Oh. Was zu interagieren? Oh, einige Pfeile aus gehärtetem Stahl. Wow. Die wollte ich als Sternmetallpfeilnutzer schon immer haben. Die sind mir sehr wichtig.
Na gut, gehen wir halt weiter. Vielleicht finden wir auch Franz wieder irgendwo. Franz? Hallo? Lass mich raten, er hängt wieder da am Eingang. Ja, das ist halt lächerlich, ne? Das kannst du halt in einem fertigen Spiel nicht bringen. Muss man halt jetzt einfach mal. Da werde ich schon wieder sauer. Ganz ehrlich. Das kannst du in einem fertigen Spiel kannst du das nicht bringen. Sorry. Kannst du nicht bringen. Mann, Funcom, ehrlich jetzt. Das kannst du nicht bringen. Das ist so peinlich. Vor allem, dass er sich da nicht hinterherportet wenigstens, weißt du? Nein, gar nichts. Nichts passiert. So, das ist natürlich jetzt dumm von mir gewesen, dass der Typ noch den Knüppel hat, aber... Der muss jetzt einfach üben. Am Nashorn. Mann. Oh, was denn da? Was ist denn das für ein großes Vieh? Franz? Herr Bogner? Hallo? Ich glaube, es wird Zeit, ihm wieder eine gescheite Waffe zu geben. Oh, hi. Nasenbär hat es hinbekommen. Der Franz ist auch da. Wunderbar. Ach ja. So, ich will dieses fette Vieh da vorne legen. Das ist heftig fett. Wer sind Sie? Entschuldigung, hallo? Hallo? Ah, der ist böse. Ui. Ach, das ist ein Erstmensch-Schamane. Ah. Ein toter Erstmensch-Schamane. Das sind dann wahrscheinlich alles Erstmenschen hier, oder? Ja. Hi. Ist ja keine so netten Gesellen, ne? Habe ich mir schon gedacht. Der will mich pieken. Ihr seid ja nicht zähmbar, ne? Leider. Leider. Schade. Ich hätte gerne so einen coolen Erstmenschen. Ich würde gerne Erstmenschen knüppeln. Ich glaube, das sind coole Leute. Die erscheinen mir... sehr sympathisch. Die haben sogar Bogenschützen. Ja, da kommst du jetzt nicht hoch, weil du nicht kraxeln kannst, ne? Genau. Genau so ist es doch. Komm her. Na gut, der kommt von selbst runter. Spitze. Ich bin's echt leid. Ich bin's wirklich leid. Ich finde das so blöd und bescheuert manchmal. Das ist übrigens einer dieser Bugs. Dass die von Klippen runter hüpfen, das ist einer dieser neuen oder dieser Bugs, die dazugekommen sind. Ja, die waren nicht von Anfang an drin im Spiel. Deswegen sage ich ja immer, ein Patch fixt eine Sache, aber 10 neue Fehler kommen dazu. Und das ist das Problem, das Conan Exiles hat. Irgendwelche neuen Features werden reingepatcht. Huiuiui. Da ist einmal so ein ganz dicker in der Höhle drin. Irgendwelche Sachen werden reingepatcht. Und wir haben wieder 10 neue Bugs drin. Anstatt dass man einfach mal alles erstmal fixt, was im Spiel noch gefixt gehört. Worüber sich die Spielerschaft echt freuen würde übrigens. Ja? Erstmal alles fixen und dann kannst du mit neuen Features anrücken. Aber doch nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin zum Teil echt genervt. Ich meine, ich bin es gewöhnt mittlerweile, aber ich bin genervt. Man gewöhnt sich an das Spiel. Man gewöhnt sich an die Bugs und man lernt irgendwann mal damit umzugehen, aber es ist trotzdem einfach nervig. Und hin und wieder kommt das dann doch wieder durch und dann muss es halt raus. Und das musste heute raus einfach mal. Ich musste mal wieder... Hi, okay. Gut, ich sehe schon, hier ist vielleicht ein Rad ganz cool. Das ist nämlich die wahre T4-City. Franz? Ach, jetzt steht er in den Steinen drin.
Himmel, Herrgott! Jetzt steht er auf den Steinen drauf. Alter! Alter! Ah! Himmel, Herrgott! Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn? Das ist die Statue, ich hätte die gern. Ah, Mann. Na gut, wir stellen Nasenbier mal ab. Und ich habe keine Ahnung, wo Franz ist. Da ist er. Und er hat Leute mitgebracht. Das ist ja schön. Einen Alchemisten hat er mitgebracht. Und den Schmied. Und den Chris von den Geduldigen hat er auch mitgebracht. Uiuiui. Ich glaube, das ist aber ein Boss. Oder? So, die müssen wir doch nur noch anhusten jetzt, oder? Hust, okay. So, das war schon mal der Schmied. So, das war der Bogenschütze. Und wie schaut's jetzt aus? Ist der zähmbar? Der ist größer wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Das ist ein kleiner Mini-Boss. So, und jetzt ist er tot, der Miniboss. Und, stygischer Invasorenhelm. Oh, wow. Oh, wow. Mit Stärkebonus. 91. Schwere Rüstung. Nice. Den behalte ich mir. Wir werden den wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal killen müssen. Denn für heute ist Schluss. Ich werde jetzt hier alle Leute abstillen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn wir uns dieses Lager hier vornehmen. In diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Und schreibt einen Kommentar. Und vielen lieben Dank natürlich auch an die Mitglieder, das unterstützt den Kanal. Herzlichen Dank. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.